Der evangelische Kinderkirchentag in der Ricarder Hochschule bot am Samstag Spiele und Lehrreiches über Neid und Versöhnung. Große Augen bei den 300 Jungen und Mädchen im Publikum und Hochspannung auf der Bühne in der Turnhalle. Denn gleich zu Beginn des Kinderkirchentages brachten die Schauspieler einer Theatergruppe der evangelischen Dekanatsjugend die alttestamentarische Geschichte von Josef und seinen Brüdern auf die Bühne. Hier haben sich ja ganz viele Kinder versammelt, haben schöne Spiele gemacht, waren Altersgruppen eingeteilt. In kleinen Ensembles ging es dann in die Klassenräume der Ricarder Hochschule, wo die allesamt in gelbe T-Shirts gekleideten Kinder sich spielerisch Themen wie Eifersucht und Neid näherten. Meine Gruppe durfte sich halt wirklich mit dem Thema Krieg und Streit und alles auseinandersetzen, durften dazu dann auch nachher auch die schönen Josefsmäntel anmalen, von denen jetzt auch gerade drin berichtet wird. Ein Jahr lang hat ein Team aus Pfarrern und Gemeindepädagogen den Kinderkirchentag vorbereitet. Mehr als 80 ehrenamtliche Helfer aus den evangelischen Gemeinden des Gießener Dekanats begleiteten die kleinen Besucher. Es ist immer wieder schön, wirklich zu sehen, wie viel Spaß die Kinder dabei haben. Auch einige Kinder, die mit Kirche gar nichts zu tun haben, werden durch Freundliche eingeladen. Wenn man so sieht, muslimische. Und es ist wirklich immer wieder schön, mit dabei zu sein. Am späten Nachmittag versammelten sich noch einmal alle Kinder in der Turnhalle, um die Fortsetzung des Theaterstücks zu sehen.